Da muss man ein bisschen aufpassen. Alter! Deine Augen sind Tommy, chill! Jetzt komm, bitte. Also da kann man auch nochmal... Wo ist meine Whiskyflasche am Nau... Ihr siehst, Alex, wie assi ist Christina? Christina, ja! Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, aktiviert die Glocke, schreibt natürlich in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich würde sagen, wir starten mit Folge 3 von Temptation Island VIP. Let's go. Ein neuer Morgen bei Temptation Island VIP bricht an. So, ich würde sagen, wir fassen wie immer selber mal kurz zusammen. Wir haben Alex sehr... ähnlich mit einer Verführerin gerade zugange. Sandra auf der anderen Seite, die hat da auch ein bisschen erstmal, ne, getanzt und so. Ne? Und dann haben wir, ja, würde ich sagen, eigentlich erstmal einen coolen Start gezeigt bekommen. Ne? Aurelio und Lala, ja, Aurelio mal mit einer Dame geschrieben. Was aber dann so aus, was er jetzt so aussieht, ne, in der ganzen Villa, als ob irgendeiner mit ihr geschrieben hat, aber wir wissen, es war Aurelio und wir wissen noch nicht, ob Lala das weiß, dass Aurelio mit ihr geschrieben hat. Ich bin so gespannt. Ey, komm, wir quatschen gar nicht rum, wir gucken rein direkt. Komm, Freunde. Kann ich einfach in deinem Bett kurz 10 Minuten? Ich gehe danach raus. Ja, einfach schlafen. Danke. Ja. Sie legt sich einfach ins Bett und tut das Bild weg. Das Ding ist, Freunde, ich kann aus Erfahrung sagen, die Verführerin, die kommt gerne mal ins Bett, weil die Betten bei den Verführern sind echt unbequem, habe ich mir sagen lassen. Und die haben bei mir auch immer sich darüber beschwert damals und wollten auch immer bei mir im Bett pennen. Deswegen habe ich dann immer auch gesagt, ihr könnt doch einfach hier schlafen, ganze Nacht, so, kein Problem. Das ist, sie hat jetzt so, sie schläft jetzt tagsüber, ist noch besser. Ich war sehr gemütlich in Gigi's Bett. Total süß, ja. Aber das ging halt auch... auch duschen. Ne? Bei mir hat auch ständig jemand geduscht und so, weil er einfach, das sind 12 Mädels, ne? Ey, die müssen da alle in eine Dusche sich reinquetschen und die Betten, das sind so Hochbett, Stockbetten und so. Also ich kann sie da schon verstehen. Ne? Die wollte einfach mal 10 Minuten ein bisschen pennen da, in Ruhe vielleicht auch mal, nicht in so einem Riesenraum. Alles gut. Gigi, Ehrenmann. Klar bin ich sehr fokussiert aktuell auf die negativen Aspekte in unserer Beziehung. Und jetzt mit Leuten darüber zu reden, die unsere Beziehung nicht kennen oder nur vielleicht ein bisschen aus dem Fernsehen kennen, ist was ganz was anderes und tut total gut. Jedes Wochenende habe ich Angst, in meine Nachrichtenanfragen reinzugehen auf Instagram, weil ich Angst habe, dass ich von irgendwelchen Followern wieder irgendwelche Videos und Fotos und Nachrichten geschickt bekomme, wie er im Club irgendwas macht, was ich machen sollte. Und dann sagt er, dass ich eine Psychopathin bin. Er hat mich dazu gemacht, die haben meine Gründe. Gigi hat schon so oft gelogen, schon so oft Scheiße gebaut, dass ich gar nicht anders kann, als ihm dauernd irgendwas zu unterstellen. Ja, Gigi, hast du zu viel Scheiße gebaut, Alter. Was soll ich sagen? Ja, ich kann mir vorstellen, kann ich es mir auch, ne? Gigi irgendwie im Club so, am Tanzen oder so. Und das filmen dann irgendwelche Leute, ne? Und schicken das der Michelle. Das fuckt die natürlich ab, ne? Ist klar. Mein Traum war immer so mit 25, 26, 27 schwanger zu werden. Und dann kann ich mir noch weitere 1000 Jahre gefühlt an jemanden verschwenden, der nicht der Vater meiner Kinder sein wird. Gigi ist halt selber noch ein Kind. Gigi ist selber noch ein Kind und wie soll ich mit einem Kind ein Kind großziehen? Ja, Michelle. Fällt dir früh ein, ne? Nach der ganzen Zeit, ne? Also ich finde das ein bisschen zu viel mit Vanessa. Das wird sie unnormal verletzen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass zwischen Alex und Vanessa sich was entwickelt, vor allem auf emotionaler Basis. Sieht erstmal so aus. Die Mädels haben da auch nochmal so Gespür für immer, ne? Sind halt Mädels und die sind da nochmal ein bisschen, ja, die können das nochmal auch gut einschätzen, so, ne? Ich meine, sie reden ja auch mit der Vanessa und so, ne? Gut, wo sie gestern drangenommen hat zum Twerken. Mhm. Aber auch ein bisschen zu viel und er hat voll geguckt. Er steht halt auf sie, ne?
Man muss sich Vanessa nur angucken, sie ist eine wunderschöne Frau. Leute, Beauty Day! Ich habe Haare, Nägel, Make-up. Ja, Vanessa und Alex, klar, die Mädels unterhalten sich jetzt auch darüber, ne? Die Mädels, also ich meine, wir müssen jetzt auch mal davon ausgehen, ne? Also, ich vertraue Verführerinnen generell erstmal noch nicht, ja? Das einfach. Ne? Ich. Ne? Einfach weil, die wissen ja auch, es wird gefilmt, diese Gespräche könnten ja auch ausgestrahlt werden, könnten eine gewisse Wirkung erzielen, auch am Lagerfeuer und so. Das weiß man mittlerweile auch, als einer Verführerin nach, keine Ahnung, wie viele Staffeln Temptation Island wir schon haben, 10 Stück oder so. Deswegen bin ich erstmal vorsichtig, bin aber auch mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig. Ich habe mal drüber nachgedacht, so, ob die Vanessa ihn wirklich mag, ob das so ein bisschen, ob sie, na, ob das alles nicht so ein bisschen Manipulation ist. Wir wissen es nicht, Freunde. Deswegen, ich passe mal, ich bin mittlerweile auch da so ein bisschen, mal gucken, Alter. Wir gucken einfach mal, wir gucken, wo es hingeht, was Alex sagt, was, wie Alex sich verhält. Darauf kommt es am Ende des Tages an, Freunde. Oh, was für ein Leben. Eine auf der Hand massiert, die andere auf der Arme, beide Beine, Maske, Gurken. Ich habe mich echt gefühlt so wie der kleine Prinz. So, weißt du, so habe ich mich richtig gut gefühlt. So. Ey, krass. Die Jungs haben sich gegönnt mal. Du musst das Bild machen. Schwer. Also aber ich höre, ich merke das gerade, dass es fehlt. Was? Wolltest du schwer machen? Ja. So leicht gerade. Ich fühle mich so frei. Und so leicht. Hä? Was war? Ich habe jetzt gerade gar nichts gerafft. Vom Tommy mit dem Bilderrahmen, die steht oben. Ich sollte die mal vielleicht wiederholen, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ach so, die Kette. Ach, jetzt raff ich's. Ach so, Sandra hat die Kette abgelegt. Die sonst eher für Party-Eskalationen bekannte Männervilla ist derweil zum Beauty-Spa geworden. Gigi kann von seinem exklusiven Treatment gar nicht genug kriegen. Ihr seid so toll. Ihr seid so tolle Menschen. Tag Nummer 4 und alle sind schon, wenn ich sage locker, meine ich sehr locker. So locker, dass sie sogar schon eine Massage zulassen. Tag Nummer 4 haben wir schon, krass. Aber Folge 3, oder habe ich jetzt irgendwie... Folge 3, Alter. Und Tag 4. Okay, dann heißt, wir sind ja schon in der Villa, wo halt schon, mir kommt das irgendwie noch voll vor, wie am Anfang vor, dass wir schon Tag 4 haben, Digga. Das ist ja voll krass, in der Villa. Okay, das heißt, man hat sich so ein bisschen eingelebt, man kennt sich auch schon, da sind ja auch schon viele Gespräche gelaufen. Man ist drin in der Villa, ne? Also, okay, verstanden. Wir kamen uns schon ziemlich nah bei der Massage. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber seine Hand war auch die ganze Zeit hier bei mir. Er wollte einfach... Ja, Gigi. Nur mehr. Er wollte einfach nur mehr. Ja. Oh, shit. Was denn? Oh. Ja, ich meine, das Ding ist, der Gigi sieht ja nichts mit den Gurken auf den Augen. Der weiß ja gar nicht, wo die Hand gerade liegt, ne? Der liegt da wahrscheinlich so einfach. Soll jetzt keinen Schutz nehmen sein, ich schwöre. Aber muss man auch sagen, ne? Der hat der Gurken auf den... Der sieht ja gar nicht, wo die Hand ist. Ja, Gigi, jetzt musst du aber langsam auch mal, ne? Wenn die da jetzt alleine noch so liegt, dann musst du aber mal wieder sagen, hey, stop it. In der Frauenvilla wird entspannt die Sonne. Also ich glaube natürlich auch, ne, allein dieser, das kann dann Michelle an einem Lagerfeuer komplett aus der Fassung bringen, ne? Die Hand da, der Gigi liegt da, die Hand da, ne? Dann sieht er erstmal die Hand in irgendwie da auf dem Bein oder irgendwie dazwischen oder so, ne? Dann liegt die jetzt sich noch daneben und so, ne? Ich meine, in dieser Situation denkst du dir halt, Alter, ey, ist doch gerade alles fein, die haben mich jetzt hier alle CC massiert, es liegt die eine noch da, streiche mir auch nochmal ins Gesicht, denkst halt, ist nicht so schlimm. Finde Michelle sieht aber auch scheiße aus, ganz klar, Alter, Gigi, da musst du schalten auch, ihr wisst, wie es läuft, ne, da musst du einfach schalten, Digga. Es ist Tag, Digga, du kannst doch nicht die Ausrede verwenden, ich war im Suff, das geht noch nicht, Bro. Also, ich bin mal für Lagerfeuer langsam, ne? Lager, wir haben doch noch kein Lagerfeuer gehabt, Freunde. Es ist so kalt, wir haben kein Lagerfeuer. Wir brauchen Feuer. Lagerfeuer ist kalt. Jetzt geht's los. Glaube ich, gehe ich mal stark von aus. Also wirklich, bei einem Temptation-Geräusch könnte ich mich jedes Mal aufs Neue kotzen. Und zwar direkt. Ich kriege irgendwie Höhenangst, wenn ich die da so sitzen sehe. Das sieht aus, als ob die an so einem Abgrund sitzt, ne? Guck mal, Alter. Voll hoch alles und so, als ob das so voll tief runter geht, direkt hinter der. Das ist schon krass. Liebe Frauen, ihr wartet sicherlich schon sehnlichst auf das allererste Lagerfeuer bei Temptation Island VIP.
Das Schlüsselloch hat bei einigen von euch Fragen aufgeworfen. Und bald gibt es Klarheit. Wir sehen uns nämlich heute Abend. Ich freue mich auf euch. Yes, Freunde, Lagerfeuer ist da. Ich wusste, Temptation wird Kopfkino und Kopfgefüge. Aber so Kopfgefüge wusste ich echt nicht. Also ich dachte echt, okay, kriege ich schon irgendwie hin, aber also Kopfkino ist echt schön gut da. Also boah. Was denkst du, Junge? Normal. Ist nicht einfach so Larifari Temptation. Endlich geht es los. Erste Lagerfeuerfreunde, darauf haben wir doch gewartet hier. Ihr habt ja auch erfahren, dass einer eurer Männer eine der Verführerinnen geschrieben hat. Bislang wusstet ihr alle noch nicht, wer es war. Die Bilder jetzt bringen auf jeden Fall Klarheit. Brauchen wir diese Dinger? Oh Gott. Ah, jetzt erfahren wir auch mal, wer das war mit den Nachrichten schreiben, ne? Bin gespannt auf Lola, ja, da kommst du ja komplett in Verwirrung. Warte, ich bin gerade. Aber ich bin auf Lalas Reaktion gespannt. Mit Aurelio habe ich jetzt 2 Jahre Kontakt. Das letzte Mal vor ein paar Wochen. Guck mal, oha. Seit 2 Jahren schreibst du mir, ich schreib dir. Und jetzt plötzlich sehen wir uns hier? Denk mal drüber nach. Von wegen, was er mit mir machen würde. Wann er es mit mir machen würde, also sprich Richtung Sex. Und ja, dass er mich einfach total hot findet. Ich habe auch nie mit dir gerechnet hier. Eieiei. Also ich bin gespannt, was sie sagen wird, ne? Das Interessante ist, als er mir vor ein paar Wochen geschrieben hat, habe ich halt gesehen, dass er die Funktion selbst löschende Nachrichten eingestellt hat, was er vor 2 Jahren, als er Single war, noch nicht hatte. Gut, da gab es das ja auch noch nicht, ne? Ja, ich weiß, dass er hin und wieder mit Frauen schreibt, ja. Und ich weiß doch, mit einigen, mit denen er sich noch nicht getroffen hat, dass er manchmal immer wieder halt schreibt. Und das läuft halt immer darauf aus, dass da mal ein Treffen entsteht. Für ein Sexdate. Aber warum löscht er denn solche Nachrichten? Dieser Modus, den er hat, löscht ja nicht nur bei ihm seine Nachrichten, sondern automatisch bei der anderen Person auch. Und ich denke, dadurch schützt er sich ja selber. Dass die Gespräche nicht mehr oben bleiben und diese Person sie dann nicht mehr lesen kann oder die Nachrichten, die Fotos. Ja, das ist klar. Ne? Also er löscht ja, das ist jetzt nicht so heimlich löschen, so, das ist selbst aktivierende Nachrichten. So, das wird dann irgendwann mal wird das einfach gelöscht. So. Da muss ich den Aurelio jetzt mal einfach in Schutz nehmen, Digga. Ich weiß ja, dass er mit anderen Frauen schreibt und es läuft immer darauf hinaus, dass es irgendwann mal zu einem Sexdate kommt. Es geht jetzt darum, was er mir da drin zeigt und ob er dazu steht, zu dem, was wir ausgemacht haben. Okay, Alter. Ja, ich glaube, bei Lala ist erstmal keine Verunsicherung. Die lässt sich ja erstmal nicht aus der Ruhe bringen. Ich denke mal, das ist okay in deren Beziehung jetzt erstmal. Irgendwie dann doch. Es hieß ja doch trotzdem irgendwie, es baut alles auf sehr großem Vertrauen und Kommunikation auf. So, ne? Was jetzt in dem Fall irgendwie, dann weiß sie das doch nicht so. Ich dann doch mir denke so, ey, das wusste sie jetzt ja auch nicht, ne? So. Aurelio, du hast ja beim Opening eine Sache gesagt, ich zitiere sie. Ja. Also, um das klarzustellen, wenn ich mit jemandem praktisch schreibe, mit irgendeiner Frau, das passiert öfter, dann weiß sie das. Jetzt gibt es eine Frau bei euch, eine der Verführerinnen. Mit dieser schreibst du seit 2 Jahren und eine Person weiß nicht davon. Lala. Nein, das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Okay. Ich habe in den letzten 2 Jahren mal mit ihr geschrieben. Und die Lala weiß ja nicht jedes Mal, mit welcher Frau ich schreibe. Sie weiß, dass ich mit Frauen schreibe. Wieso löschst du denn Nachrichten, die du mit ihr wechselst? Ich lösche keine Nachrichten. Nie. Da gibt es jetzt eine neue Funktion bei WhatsApp, die automatisch die Nachrichten löscht. Ich habe nichts zu verheimlichen und nichts zu verstecken. Du wirkst gerade aber schon ziemlich emotional. Nee, ich antworte dir. Du löcherst, ich antworte. Aurelio, ich muss dir leider sagen, dass du heute keine Bilder zu sehen bekommst.
Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Na klar, die Kommunikation ist ja anscheinend nicht ganz da, also dann irgendwie doch nicht, wissen die beide doch nicht ganz genau voneinander, wer mit wem genau schreibt so, was ja auch okay ist, ne? Thema Selbstnachrichten, löschende Nachrichten so, es hätte ja klappen können, ne? Es hätte ja klappen können von Lola, den Aurelio da so irgendwie, aber der hat da nicht mit drauf eingegangen. Wie gesagt, diese selbstlöschenden Nachrichten, das ist dann halt irgendwie, die werden irgendwann gelöscht nach einer gewissen Zeit, sind die einfach weg so. Und das ist dann, irgendwann sind die weg. Er hat jetzt nicht hingegangen und löscht dauerhaft diesen Chat von dieser Schreiberei, ne, mit der Verführerin. Das ist ja nicht der Fall. Es wird dieser Selbstaktivierungslöschungsmodus so, den gibt es. Ne? Und dann werden die irgendwann einfach gelöscht, so dass er da heimlich Nachrichten löscht, so Freunde nicht falsch verstehen, ne? Aber dennoch wusste die Lala es nicht, ne? Und anscheinend ist das auch, sie ist verwundert, ne? Dennoch war es okay. So sehe ich das gerade. Sandra, vermisst du Tommy? Ich vermisse Tommy, ja, sehr. Vielleicht erleichtert es dich, wenn ich dir sage, dass es ihm sehr gut zu gehen scheint. Das freut mich, dass es ihm gut geht, ja. Ich fühle, dass er Spaß hat. Das tut er. Ich hoffe nicht so viel. Lola tritt auch anders auf, ne? Lola tritt anders auf heutzutage, Freunde. Man merkt's, ne? Sie stichelt. Ich find's gut. Hey, wir haben alles, was wir brauchen, um uns zu besaufen. Ob ich in Urlaub wäre mit 3 neuen Kumpels, die ich gerade kennengelernt habe, mit wem ich mich sehr gut verstehe, und mit 10 oder 11 oder 12 Frauen, mit wem ich mich auch gut verstehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat richtig Bock und ihm tut es voll gut weg zu sein für 2 Wochen, um echt, also gar nicht böse, aber der hat so viel Spaß, da merkst du gar nicht, dass der in einer Beziehung ist. Ach was, Tommy, harmlos. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war harmlos. Die Jungs sagen ja auch schon, der Tommy macht immer die Hände weg und so. Tommy, harmlos. Der macht nichts. Nix. Ach, komm. Das, was die Frauen jetzt erzählen, dass er Spaß hat und angeblich da als nicht vergebener rüberkommt, ist mir relativ egal, weil ich habe ja jetzt nicht wirklich irgendeine schlimme Aktion von ihm gesehen, außer dass er halt Spaß hat. Tommy, wie geht's dir denn in der Villa? Also, ich habe viel Spaß, ich verstehe mich sehr gut mit den Jungs und ja. Sandra ist ja schon eine Frau, die viel Aufmerksamkeit braucht, ne? Ja, sie braucht manchmal in meinen Augen ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Dann bin ich jetzt auf deine Reaktion gespannt. Putain d'époque. Das bin ich jetzt auch mal gespannt. Warte. Ah, oh, im Mund, ganz hinten drin. Nimm deinen Arm weg, putain. Tommy ist hypernervös und aufgeregt. Dem geht aber mal richtig der Arsch auf Grundeis, Alter. Hör auf, dich anzufassen. Aber da ist rot. Sandra, will das Tommy sehen? Ja, War das nicht mein Finger? Da. Ja, das ist zu viel. Zweck. Alter! Deine Augen sind Tommy, krass, chill! Tommy, chill, Digga! Also, es war ja erstmal noch nix. Alter, Freunde, mal auch ruhig, Männer. Entspannt euch schon mal da in der Runde. Warte, ist doch nichts passiert. Gar nichts passiert. Die saß da total betrunken, der hatte den Arm da so. Jungs, ihr lasst euch da auch massieren. Also, entspannt. Ne? Ruhig, durchatmen. Aber hey, überhaupt nicht schlimm. Alles cool, überhaupt nicht schlimm. Alles cool. Ich finde schon ein bisschen. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der sowas macht hinter meinem Rücken. Ich kann nicht. Hey Tommy, jetzt komm, Alter. Das war jetzt wirklich jetzt. Komm, bitte. Also da kann man auch noch mal. Was hat die denn gemacht? Wir fassen mal zusammen, Freunde. Mit dem Finger, du hast da was rot und so, ne? Dann hast du da den Arm, da war die total betrunken. Ja, wow, Alter, das ist jetzt auch erstmal, was wir da sehen.
Ich weiß nicht, Freunde, wenn wir da mal irgendwie sehen, der Tommy, ich glaube, der hat einfach Schiss. Der hat einfach Schiss, dass da was passieren könnte. Dem geht das so nah, der geht davon aus, dass Sandra Scheiße baut. Glaube ich, safe, weil sonst wird der so nicht reagieren, Alter. Was denkt ihr, Freunde? Schreibt gerne in die Kommentare. Und der trinkt genau was, ne? Heute wird getrunken. Ey, Freunde, was ist, also, come on, Alter. Also, ich meine, ey, also, was ist, ich, Digga, was war denn jetzt so heftig daran? Michelle, was glaubst du, womit du heute rechnen darfst? Also, so viel, wie bei uns schon passiert ist, wird mich gar nichts mehr schockieren. Aber es wird mich sehr enttäuschen, wenn er jetzt schon am Anfang reingeschissen hat, weil er mir einfach so viel versprochen hat. Also ich denke, der größte Wackelkandidat ist Gigi, weil Gigi halt... Hey, du, Alter! Was ist das denn? Was? Leute, Beauty Day! Da war klar, dass der Beauty Day kommt, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Ja, mit den Händen. Ja? Ja? Jesus Maria. Eine Bezugsperson ist tatsächlich die Tülei. Also Gesamtpaket. Ist gut. Ist gut. Da war doch kein richtiger Lapdance, Mann. Da kommt der italienische Vibrator am Lagerfeuer. Da lacht die auch. Hast du gesehen? Lacht die Christina auch. Guck mal. Ich aus dem Gockelhaar. Oh, gefährlich, Leute. Ach, was? Sehr gefährlich. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Also. Das war dumm. Jetzt klar. Oh mein Gott. Wir sind voll auf. So zeigen, wir schaffen das. Das Problem ist, was ich bemerkt habe. Gigi, wären die Kameras nicht da, du wärst nicht abgehauen. Du kleiner hässlicher Sohn, Alter. Ja, okay, Alter. Auf Mutter beleidigen geht gar nicht klar. Da bin ich auch komplett gegen Michelle. Das ist nicht in Ordnung, Alter. Das geht gar nicht. Also ich weiß, dass die absolut keine Konkurrenz für mich ist oder sonst irgendwas. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich in irgendeiner verliebt oder sonst was. Die Aussage, die mich eher getriggert hat, war... Der Kamera. Ja, genau. Dass die Kameras jetzt an sind. Was wäre genau. Aber, wenn die nicht an wären? Genau. Und das spricht einfach... Ja, ne? Trotzdem hat er nichts gemacht. Er hat ja nicht irgendwie seine Hände so... Obwohl doch, er hat ja... Ich wäre nicht weggegangen. Er ist aber auch nicht weggegangen. Er war ja einfach nur ehrlich. Er hat sich ja massieren lassen, ne? Ja, Freunde. Ja, ich finde, das ist jetzt... Das ist... Gigi. Hey, Lola. Also nochmal abschließend, ne? Ich meine, Gigi, es... Wir waren darauf vorbereitet, so. Ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, ich hätte gedacht, der Gigi, der wird da noch mehr abgehen. Ne? Ich dachte echt, der wird da... Ich meine, Lapdance, der war mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Die Massage da, komm. Ich meine, wir kennen das Format, Alter. Das ist da auch mal gang und gäbe. Das passiert genau wie ein Lapdance. Genau wie die Mädels werden von Strippern, kriegen die eine Strip-Show und werden da durch die Luft geschwungen, Alter. Ne, das gehört damit irgendwie dazu. Und ich finde, da ist irgendwie so... Ey, da kann man noch so drüber hinwegsehen. Von beiden Seiten aus, so, ne? Ich bin King, ich bin Gigi, ich bin King, ich bin Gigi. Deswegen, ich darf alles, ich kann alles. Alle lieben mich, immer, ich bin witzig. So. Er denkt, er kann alles machen, was er will. Er kann, keine Ahnung, was für Scheiße bauen im Fernsehen. Und die Leute werden ihn immer lieben, weil er ist ja Gigi und er ist King. Aber es ist so peinlich, dass ich mit dem Typen noch bin. Was ist das denn mein? Und dann ich mir jetzt so, okay, ich möchte es mit Zeit nehmen und verschwenden, ne? Der eh nicht der Vater meiner Kinder wird. Ich meine, das mit dem, ey, ich bin King und so, ich bin Gigi, ey, Leute, so, verzeih mir. Das ist halt, das ist jetzt einfach was Gigi vielleicht gesagt hat, so, und was die Michelle einfach aufregt, so, ne? Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es natürlich auch
die zweite Sache hier, die finde ich krasser, dass er ja nicht, sowieso nicht der Vater ihrer Kinder sein wird, so. Ne? Also, dann frage ich mich ja auch, wie gesagt, wieso ist sie dann überhaupt noch mit ihm zusammen, so? Es wird ja eh nicht so. Das ist, und es kann natürlich auch verletzend sein, so eine Aussage, ne? Vor allem auch als Mann, so, ey, du bist sowieso nicht der Mann meiner Kinder, so. Das kränkt halt auch so ein bisschen im Stolz, muss ich sagen. Bei der Michelle habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, dass da vielleicht was gehen könnte. Du siehst aus wie Playmobil. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Oh, Lola, will ich mal ausmachen. Okay, Katz. Ich bin sonst wirklich, du kannst jeden fragen, die liebste Person der Welt. Ja, bei mir ist aber er macht mich zum Monster. Bei mir ist auch noch eine Person. Er macht mich zum Monster. Ja, oh Mann. Ja, trotz alledem muss man auch ganz klar sagen, hat die Michelle gar keine Scheiße gebaut. Nix, ne? Das war jetzt. Es ging um Gigi, klar. Michelle war ja auch. Also im Prinzip, ne, klar, außer die sagen, er wird eh nicht der Vater meiner Kinder, so. Fand ich alles in Ordnung. Meinst du, ihr habt ein gutes Fundament für eine gesunde Beziehung? Lola, ich weiß selber, dass unsere Beziehung, dass wir uns gegenseitig ficken. Warum haltet ihr denn noch aneinander fest? Weil ich verrückt nach ihr bin. Krass, aber ne, ich meine, klar, es läuft scheiße. Gigi hat natürlich auch Bock auf Party, so, ne? Das kann ich mir auch voll vorstellen, so, ne? Liebt die Michelle trotzdem irgendwo, sieht dann andere Mädels auch so, oh, denkt auch, wow, geil und so, ne? Das ist scheiße, Alter. Digga, das ist halt, ich fühle ich, Alter. Das kenne ich, so, ne? Das ist scheiße, Bro. Das, da muss man irgendwie irgendeine Lösung finden, Digga. Ne? Aber nachvollziehen kann ich das. Ne, und dann hast du halt dann noch den Punkt, ey, der ist trotzdem, ich glaube, das ist schon, dass sie das nicht am Arsch vorbeigeht mit Michelle. Macht sie dich glücklich? So nicht. Ich glaube, wir haben das allererste Lagerfeuer mit mehr weinenden Jungs als weinenden Mädels. Digga, diese Staffel, die hat echt immer eine Überraschung offen, ne? Alex. Och, ja, Gigi, aber bleib stark, Alter. Mann. Wir haben dich ja schon in anderen Formaten auch mit Christina erlebt. Ja. Da wirktest du eher ungehalten, aber hier bei Temptation Island wirkst du sehr ausgeglichen und sehr entspannt. Ist das der Alex ohne Christina? Nein. Den Alex, den ihr zuvor gesehen habt, war Alex mit Hunger, weil es wenig Essen gab, wenig Schlaf. Das kann man hiermit gar nicht vergleichen, weil das hier ist quasi wie ein Urlaub. Und ich bin mit Christina im Urlaub genauso wie jetzt hier mit den Jungs. Das hier. Gute Antwort, Alter. Ist jedenfalls die Christina ohne Alex. Jetzt kommt denn, Alter. Jetzt kommt denn. Ey, jetzt bin ich gespannt, Freunde, Alter. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist meine Whiskyflasche? Was ist mit der? Komplett besoffen. Schlimmer als wir. Entweder rede ich jetzt oder ich gehe raus. Weil das ist mir zu blöd hier gerade die ganze Zeit. Bla bla bla. Und Christina kann nicht sprechen. Und diese Obstwahl lassen mich nicht reden. Alter, das ist so peinlich. Ne? Ja! Ja! Oh, ne! Alex! Sollen wir alle schlafen gehen? Halt's Maul, eine Schelle, damit die Fresse. Was ist das? Cringe, Junge! Ey, Christina, Junge, was machst du da, Alter? Guck mal, ich bin der Big Boss hier im Haus. Stell dir mal vor, Digga, du siehst deine Freundin auf dem Bildschirm. Nix, die hat die Scheiße gebaut, die schmeißt die Gläser hin, pöbelt da voll rum und so. Muss dir mal vorstellen, du siehst deine Freundin da, die eigentlich da mit dir ruhig ist, im Urlaub zu Hause, gechillt, sie ist in der Villa, benimmt die sich voll so. Oh nein, Alter, also, Scheiße. Also Freunde, weißt du, ich meine, das ist ja kein Scheiße bauen. Das ist einfach nur eine peinliche Situation für den Alex so. Und deswegen kann ich mich da richtig geil drüber amüsieren. Reden habe, hat jeder seinen Maulteil. Und gerade diese Weiber, das sind Opferweiber. Hier siehst du, Alex, wie assi ist Christian.
Christina, Christina, ja! Ach, Grüße, ich heule, Alter. Oh, Scheiße, Alter. Da denkst du, ey, vielleicht könnt ihr Scheiße bauen, so, weißt du, vielleicht baut die Scheiße. Dann siehst du die da, wie die Gläser durch die Gegend wirft. Verpiss dich und so. Voll asozial, ey. Mein Humor, Alter, ich sag's dir, Freund, da hab ich eine Schwäche für. Befürchtungen sind eingetroffen. Befürchtungen? Immerhin hat nichts mit Männern. Ja, da hat der Gigi recht, Alter. Immerhin hat die nichts mit Männern. Welche Befürchtungen sind denn eingetroffen? Die Befürchtung ist eingetroffen, dass die Christina sich asozial verhält und das ist peinlich. Dafür schäme ich mich. Danke. Dafür schäme ich mich. Ja. Du hast ja genau ja. So kennengelernt. Oh, nee, Digga, das ist Trash. Das ist Trash, Alter. Wenn sie so aggressiv bleiben sollte, wie sie sich jetzt hier gegeben hat, sorge ich dafür, dass Lala da rauskommt. Das ist jetzt schon mal klar. Wenn die sich weiterhin so verhält, in dieser Art, geht meine Frau da raus. Und damit ihr das schon mal wisst. Oha. Oha. Oh, meine Fresse, Alter. Oh. Christina. Mhm. Oh nein! Jetzt kommt Christina auch noch. Ey nein! Jetzt sieht ihr das mit der Verführerin. Du bekommst jetzt deine Bilder. Oh bitte! Freunde, nein! Bitte! Vanessa ist ein natürlicher Typ. Ja. Extrem attraktiv auf jeden Fall. Und ja. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber ich zum Beispiel würde nichts an mir machen lassen. Weißt du, was ich meine? Boah, ich schwöre, ich bin aufgeregt jetzt. Ich schwöre, ich bin aufgeregt, Freunde. Ey. Ja, aber künstliche Haare oder was? Diese Pressure, die viele haben, so diesen Druck. So, weil, aber auch alle sehen gleich aus. Und ich bin halt so, nee, also... Out of the box. Also, ich habe das toleriert, dass die Christina halt so viele Eingriffe hatte in letzter Zeit. Ey, Freunde, ey. Hör mir auf. Aber ich bin dabei, sie zu bremsen. Sie soll Piano machen, weil ich habe einfach Angst, dass sie sich verunstaltet, zu sehr verbastelt. Das artet langsam zu einer Sucht aus. Vanessa, Wahrheit oder Pflicht? Guck mal, wie besoffen der jetzt schon ist. Wow, Pflicht, wir haben Pflicht. 30 Sekunden Tour. Na, will er gleich noch eine Latte kriegen oder wie hat er sich das vorgestellt? Boah. Ich hab gesagt, er soll nicht trinken. Okay. Er hat voll den geguckt, wo sie gestern dran genommen hat zum Twerken. Er war auch ein bisschen zu viel und er hat voll geguckt. Er steht halt auf sie, ne? Jetzt bin ich gespannt. Weil das Ding ist, Freunde, hier Lapdance, Massage und so, dann bringt die Christina alles zwar in die Decke so, bomm, und dann rastet die aus und da, dies, das, Arschloch, beleidigt um sich herum. Aber das jetzt, damit hat die null gerechnet, dass das so innig aussieht. Die Mädels unterhalten sich darüber, das ist voll innig und so. Damit hat die Christina null gerechnet. Klar, es gibt Leute, die jetzt sagen würden, ey, so wie sich eine Frau verhält da in der Villa, die beleidigt alle und rastet aus und so, ja. Das ist aber die Christina, wir kennen die so, ja, die war seit immer schon so, ne. Der Alex hat die auch so kennengelernt und die waren auch so zusammen, ja. Das heißt, dieses Verhalten ist nichts Neues für den Alex, ja. Punkt 1. Punkt 2 ist, also mit dem Argument braucht man nicht kommen, ne? Der macht, soll er sich die Vanessa suchen, die ist eine bessere Frau. Nee. Ne? Der kennt die, der Alex hat sich in diese Frau verliebt. So. Und ist gerade dabei, mit der anderen anzubandeln. Muss man auch mal ganz klar so sagen. Ne? Und für die Christina ist das gerade mega scheiße. Safe. Das die rechnet, das ist wie ein Schlag in die Fresse. Schätzt sich safe so ein. Oh nein. Ja, klar. Dann ist nicht mehr mit groß beleidigt. Die ist jetzt verletzt, Alter. Weil das hat die niemals mit gerechnet. Kein Bock mehr, ehrlich. Ich wusste, dass sowas wieder passiert. Ist
sag dir eine Sache. Ich bin die loyalste Person. Ich stand von Anfang bis Ende immer war ich an seiner Seite und habe alles mitgemacht. Und das glaube ich auch, Freunde. Ne? Fühlen wir uns alle unterhalten von Christina? Auf jeden Fall. Ne? Die Ausrastern so, regen sich manche darüber aus. Auf jeden Fall. Aber dass sie loyal ist dem Alex gegenüber, das glaube ich zu 100%. Safe. Dass sie eine loyale Person ist, 100%. Die macht nichts mit anderen Typen. Das glaube ich wirklich. Dass er für so ein Stück Scheiße mich so verletzen möchte, soll er machen. Aber dann gibt es Konsequenzen. Freunde, das war's mal wieder mit Let's Talk About Temptation, Baby. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, Alter. Hier kommt ihr auf die ganze Folge bei RTL Plus. Könnt euch nochmal reinziehen. Und hier kommt ihr auf die alten Folgen von Let's Talk About Temptation, Baby. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ich küsse euer Herz. Ciao.